Ja, hallo, servus und grüß euch. Ich wollte euch nur ganz kurz informieren. Ihr könnt das an meiner Stimme hören. Es tut mir wahnsinnig leid, dass meine Stimme so klingt, wie sie klingt, in jeder Hinsicht. Ich bin seit Dienstag im Krankenstand. Ja, ist volle Programm im Moment. Männergrippe, Kopfschmerzen, Halsschmerzen, Gliederschmerzen. Okay, nee, sorry, Leute. Ich wollte euch nur ganz kurz informieren. Es kamen doch regelmäßig immer wieder Resident Evil 7 Teile raus. Und zwar sind die noch alle aus der letzten Aufnahmesession. Ich habe aktuell sogar noch auf der Festplatte zwei Stück. Die werde ich heute hochladen, eventuell eine Folge heute schon veröffentlichen, die zweite morgen. Danach sollte das mit meiner Stimme und meinem Zustand nicht besser werden. Im Moment weiß ich nicht genau wie. Jedenfalls wird es in den nächsten Tagen, wenn keine Besserung eintritt, keine neuen Videos geben. Leider, sorry Leute. Die Lager sind leergeräumt, ich habe nichts mehr auf der Festplatte. Jo, etwas, was ich auch sagen möchte, und das tut mir wahnsinnig leid, Pulsar 83 und ich, wir haben ja am Community-Server ziemlich viele lustige Folgen aufgenommen. Also wer sie nicht kennt, entweder bei Pulsar 83 oder bei mir nachholen, war eine richtig coole Session am Community-Server. Und wir haben am Montag kurz besprochen oder kurz darüber geplaudert. Also wir wollten unbedingt eine Abschlussfolge machen, weil die Sache ist die, ich werde den 70s to Die Server nicht mehr verlängern und der läuft in den nächsten paar Tagen aus. Jo, wie gesagt, ihr hört es an meiner Stimme, ich bin leider noch immer ziemlich down. Es wird sich wahrscheinlich nicht ausgehen, außer es geschieht ein Wunder oder ich werde mich mit Neocitran dopen, ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht, dass wir das schaffen werden. Tut mir wahnsinnig leid, ich hätte wahnsinnig gern mit Pulsar 83 noch eine Abschiedsfolge aufgenommen, aber gesundheitlich, ihr hört das ja, es geht einfach nicht. Jedenfalls nicht wundern, die nächsten paar Tage wird es keine neuen Folgen geben. Ich habe nichts mehr auf Lager. Es ist nichts fertig vorbereitet. Sobald meine Stimme wieder passt, gibt es neue Aufnahmesessions. Des Weiteren möchte ich auch gerne wieder den einen oder anderen Livestream machen. Bis dahin, jo, werde ich mich der Männergrippe ergeben und vor mich hinsterben. Und eine Sache, ein gutes hat die Sache. Ich konnte jetzt endlich viele Let's Plays nachholen und auch danke an die ganzen Let's Play-Kollegen da draußen. Ihr habt mir die Zeit schon ziemlich versüßt und verkürzt und verschönert. Jo, na gut, ich gehe wieder auf die Couch, schlafen, dösen und Let's Plays schauen. Danke fürs Zuhören. Ich bin draußen für heute. Ich wünsche euch was. Ciao, Baba.